Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozri hier. Und die Celebration hat nun gestartet im globalen Dukkan Battle, die Celebration zum Tournament of Power. Dementsprechend gibt es alle Informationen und Details und Folgendes müsst ihr tun. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze sofort an. Und da sehen wir auch schon, Jiro und Ui Goku sind bereit. Und Ultra-Instinct Goku hat hier sein Shirt an. Ja. Erst ausziehen und dann anziehen. Entscheidlich Boy, beziehungsweise entscheidlich Akatsuki. Anyways, das ist nicht das Thema, sondern wir haben hier 17 Celebrations, die auf uns warten. Und zwar steht ihr auch dran, der neue SRG dann wird erhältlich sein im Dokkan Festival im Banner von Ui Goku, wissen wir schon. Aber ganz wichtig steht auch hier dran, zusätzlich wird Ultra Instinct Goku sein Dokkan Awakening bekommen und er wird die Chance bekommen, während des Kampfes sich zu transformieren. Heißt, die Transformationsmechanik wird eingeführt. Das wird auch der Fall sein in den nächsten Tagen mit dem Update 3.8.4. Da wird eben diese Transformation, unter anderem die Transformationsmechanik, hinzugefügt in das globale Dokkan Battle. Und somit ist Ultra Instinct Saiyan Goku bzw. Ultra Instinct Goku der erste Charakter im globalen Dokkan Battle, der diese Mechanik hat und nicht LA, Gogeta und Vegito. Soll ich heißen, besser für uns. Und ja, gut. Tournament of Power Login Bonus ist auch schon online. Wir werden uns das näher an betrachten gleich, was es da abzuholen gibt. Und zwar selbes gilt für die Missionen. Ein Sale wird starten ab dem 15.-16. Mai. Wie gesagt, wir haben hier die Uhrzeiten nicht, wann das Ganze anfängt. Wir haben nur die Uhrzeiten, wann das Ganze aufhört. Aber entweder das am 15. unsere Zeit, Dienstagabend Release, das Banner zu Ui Goku und mit dem ganzen Sale etc., die ganzen Events, das Dokument, oder dann erst spätestens am 16. Mittwoch. Am 16. Mai eben morgens oder spätestens vormittags um den Dreh herum sollte das der Fall sein. Und zwar, ja, könnt ihr euch gerne mal ansehen, was im Sale da abgeht. By the way, die Dragonstone Händler selbst, das Global Dokkan noch offline, wenn mich alles täuscht. Die Dienste werden da noch angepasst. Sobald ich neue Informationen dazu habe, wann sie wieder online sind, schaut auf jeden Fall Twitter, Discord vorbei. Ich lasse euch wissen, speziell Uche Rajit ist momentan noch offline, bei den anderen Jungs weiß ich, wer das ist, aber helft euch da gegenseitig aus und schaut, wer da gerade online ist, wo ihr da Stones holen könnt im Prinzip. Vergünstigt Stones. Alle Informationen in den Links unter der Beschreibung. Genau. So, das Dokkan Festival, wie gesagt, das Banner selbst geht dann am 15.-16. Mai los. Zudem kommt das neue Story-Event, in dem wir dann quasi die Saints vom Universe 6 Dokkan awaken können. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Kaba, Kale, Kefla, Kalifla. Ah, es wird richtig geil. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und zwar, by the way, vorab schon, wenn ihr euch da informieren wollt, ich habe ein Video dazu gemacht, als ein JP rauskam, schaut auf jeden Fall in den jeweiligen Playlist dann vorbei, Dokkan Event Stages, Guides und so weiter und so fort. Also in den jeweiligen Playlist findet ihr alle Informationen und Videos schon zu den Sachen, falls ihr das sehen wollt, was ihr euch da erfahren könnt und so weiter und so fort. Aber das kommt natürlich dann auch, wenn es in Global kommt. Genau, das Dokkan Event ebenso, 15.-16. Mai und dann ab jetzt, beziehungsweise ab 8.30 Uhr Dienstag, werden sich ältere Dokkan Festival Banner abwechseln, beziehungsweise Typenbanner quasi. Startet mit einem Physisch-Typen-Banner, da wird Broly sein und Freezer, also die älteren Leader, sage ich mal, die älteren Dokkan-Extreme-Charaktere werden jetzt abwechselnd online sein. Da müsst ihr nicht sammeln. Da müsst ihr nicht sammeln, auch wenn ihr irgendeinen Charakter hier braucht, zum Beispiel Super Saiyan 3 Vegeta, habe ich nicht, trotzdem nicht sammeln. Der wird in irgendeinem anderen Banner, in irgendeinem besseren Banner sicherlich in der Zukunft wieder auftreten. Natürlich, wenn ihr jetzt ums Verrecken einen haben wollt von ihr. Macht ruhig, aber ey, behaltet im Hinterkopf, dass Ui Goku demnächst kommt. Und diese Banner muss man nicht unbedingt sammeln, wenn ich ehrlich bin. Genau, das Ganze geht online, die wechselt sich immer ab. Physisch Broly wird ab Dienstag 8.30 Uhr online sein. Dann kommt das von Strength Type ab 12. Mai 8.30 Uhr, dann ab 15. Int, ab dem 18. auch 8.30 Uhr Agility und zum Schluss dann ab dem 21. Mai das Tech Dokkan Festival Banner. Genau, dann zusätzlich zu den Banner, wenn die Banner online sind, werden auch zusätzlich ihre Typen-Stages online sein. Heißt, zu der normalen Routine, heute zum Beispiel ist Mittwoch, heute ist das die Int Hidden Potential Stages online. Ab 8.30 Uhr kommt dann die physisch hinzu bis zum 12. Mai und dann wechselt das immer ab. Dann gibt es das Strength Hidden Potential Event und so weiter und so fort. So, ab dem 10. Mai 8.30 Uhr wird das Story-Event online sein zum Dragon Ball Universe Survival Saga. Wenn ihr alle Informationen dazu wissen wollt, was ihr da holen könnt, ja, zum einen Ultimate Gohan, SA Farmen, Golden Freezer, Angel Golden Freezer, Angel Golden Freezer, SA Farm, nicht Golden Freezer, Angel Golden Freezer, ein SA Farm, Ui Goku's SA Farm, könnt ihr alles auf der Stage, alle Informationen auch in dem Video, schaut am besten in der Playlist vorbei, wie gesagt, Dokkan Battle Guides, beziehungsweise werde ich den Link hauen, in die Beschreibung setzen, wenn ich das vergesse, erinnert mich dran, ja, mich an der Stelle. Genau, 10. Mai zusätzlich kommt das Adventure of Gratitude, ist auch ein Special Event, zudem das Rabbit Event kommt auch online und heute schon ab 8.30 Uhr gibt es 30% im Barbershop,
zu dem Dreifach Experience in der Quest. Das wird beibehalten. Nice, okay, also ihr seht schon, 17 Celebration, wirklich sehr viel los und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die momentane Celebration läuft natürlich, die läuft dann aus am Freitag, die Banner auch zu Vegetable und Rosé, damit ihr das im Hinterkopf behält. Und zwar gucken wir uns die Login-Boni an von dieser Celebration beim allerersten Login. Wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr 12 Drank Stones und eine Platin-Herkunft-Statue. Was ihr mit den Stones macht, ist euch selbst überlassen, aber ich würde euch natürlich raten, auf jeden Fall diese Stones zu sparen, weil wir wissen ja, Uigokus Banner wird sein, dass nach dem dritten Mundlisam der vierte kostenlos sein wird und GSSR-Banner. Also wäre es ja cool, wenn ihr eure Stones sparen wollt, wenn ihr für Uigoku summonen wollt. Ansonsten könnt ihr dann euch die Chance versuchen bei Vegetable oder Rosé summonen. Ist euch selbst zu überlassen. Aber wir werden schon auf jeden Fall Stones bekommen. Und ich denke, über die ganze Celebration werden wir ungefähr so Stones kommen, dass wir um die zwei Mutlisam machen können. Drei wären cool. Müssen wir sehen, wenn wir auf Platz 1 starten. Ich denke aber schon. Und wenn wir eben das schaffen, wenn wir drei Mutlisam hinbekommen an Stones, die wir bekommen, free to play, dann hätte jeder quasi einen Durchlauf. Ich hoffe, das wird der Fall sein. Ich bin aber gute Dinge. Und dann hätte quasi jeder vier Muttis, GSSR und die Chance auf Uigoku, falls man das haben will. Also ja, spart auf jeden Fall die Stones. Ihr müsst euch quasi nur gedulden, bis die, solange die Celebration geht. Die geht nämlich ein Stück. Und genau, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So, Login-Boni, wie gesagt, wir bekommen jeden Tag 1 Stone. Beim allerersten Login 12 Stones. Könnt ihr mir gerne ansehen, was ihr da bekommt. Da kommen noch, Platin-Statuen. Okay, nicht schlecht. Zusätzlich dazu ist ein neues Trainingslocation gekommen, neues Training Location Beerus Planet, und zwar gibt Beerus Planet 70.000 Experience pro Charakter oder Trainingpartner, also pro Trainingpartner Charakter oder pro Training Item, den man benutzt, also neue Location zum Trainieren. So, Special Missions, jetzt schauen wir uns mal an Special Missions. Was müsst ihr bei den Missionen tun, die ab jetzt online sind? Ihr seht schon, bis zu 36 Drank Stones kann man abstauben während der ganzen Celebration, Elderkite Training Item und Location. Aber was genau muss man machen? Ganz, ganz wichtig, jetzt ganz gut zuhören. Täglich, von jetzt an täglich, könnt ihr machen, solltet ihr machen, müsst ihr machen. Wenn ihr 20 Seminar verballert, bekommt ihr Friend Points. Wenn ihr Turtle School Training einmal schafft, beziehungsweise die Stage macht, bekommt ihr Z-Swords einmal jeder Art. Wenn ihr das Hercules World Tournament Stage macht, die World Tournament Stage von Hercules von Mr. Satan, bekommt ihr eine Goldstatue. Wenn ihr irgendein Story-Event macht, bekommt ihr eine Training-Location. Wenn ihr drei Stages cleart, irgendwelche drei Stages, egal welche, jeden Tag, bekommt ihr noch eine Training-Location. Und wenn ihr fünf Stages cleart, bekommt ihr einen Jankstone. Zusätzlich Freitag, Schrägstrich Samstag, wenn ihr einen Dokument macht, bekommen wir Shin-Medaillen. Wenn wir das am Samstag, Schrägstrich Sonntag machen, bekommen wir dann Elderkai-Medaillen. Genau, dann gibt es auch wöchentliche Missionen. Diese Missionen resetten sich jeden Mittwoch. Also von jetzt Mittwoch bis zum nächsten Mittwoch habt ihr für die erste Zeit, für die erste Mission. Wenn ihr da irgendein Story-Stages, Story-Event 10-mal cleart, 10 Story-Stages, egal welche, aber Story-Quest-Stages, bekommt ihr jeweils zwei von den Training-Items von jedem Typus. Wenn ihr irgendein Dokument 5-mal cleart, irgendwelche Dokument-Stages 5-mal cleart in der Woche, bekommt ihr die Training Location 2-mal, die hier gelistet sind jeweils. Und wenn ihr 300 Seminar in dieser ganzen Woche verballert, zusätzlich bekommt ihr einen weiteren Jankstones. Und jetzt zu den Missionen ohne Limit, also die über die ganze Celebration, und zwar, wenn ihr einmal eine Stage cleart und unter Special Conditions, werden wir uns gleich sehen, was in den Special Conditions sind, bekommt ihr eine goldene Statue, eine silberne sollte das sein, oder Platin 5 Time. Wenn ihr das 5-mal macht, schauen wir uns gleich näher an. Wenn ihr irgendein Story-Event 5-mal cleart, bekommt ihr Bronze-Medaillen, 10-mal die silbernen, 20-mal Story-Event die goldenen. Und wenn ihr irgendein Dokument cleart, bekommt ihr die Turtle Shells, jeweils eins von jedem Typus. Wenn ihr 3-mal ein Dokument cleart, Training Location 5-mal ein Jankstone, 7-mal weitere Jankstone, 10-mal 3 Jankstones, wenn ein Charakter Dokken awakened in der ganzen Celebration, während der Celebration, solange die Periode ist, solange die Celebration läuft, bekommt ihr eine Reverse-Medaille. 100 Stamina verbraucht ihr, ein Jankstone, 300, ein weitere Jankstone, 500, 3 Jankstones, 700, 3 weitere Dragonstones und 1000 Stamina während der ganzen Celebration. 5 Dragonstones, 1500 Stamina, ein Elderkai während der ganzen Celebration. Diese ganze Celebration, die ganzen Missionen laufen bis zum 25. Mai. Die Mission selbst und das Login-Boni, die ganze Celebration, wenn wir uns das Ganze ansehen dürfen, laufen dann, wie gesagt, zum genannten Datum von jetzt an bis zum 25. Mai. Login-Boni, Special Mission, die ganzen Events und Banner gehen dann natürlich ein bisschen länger online, nämlich bis zum 4. Juni, 8 Uhr morgens unserer Zeit.
Genau, gucken wir uns ganz kurz die Mission an und an der Special Condition. Und dann wäre es das im Prinzip alles, was ihr wissen müsst für die neue Celebration. Hier haben wir schon Clear Any Stage an der Special Condition. Das habe ich schon geschafft. Was sah denn die Special Condition? Ach so, Clear Any Stage once with at least ein Charakter positive links to Celebrity Race. Okay, also ich müsste irgendeine Time Limited, irgendeine Stage clearen mit einem Charakter, der mindestens ein Charakter der Sane Warrior Race hat. Okay, das habe ich gemacht. Was war das andere? Wenn ich das ganz kurz poppen darf hier. Achso, dann wahrscheinlich mit Sane Warrior Race fünfmal irgendeine Stage. Genau, da kommen wir die Platin-Statue. Genau, im Prinzip, das wäre alles zu den Missionen, zu der Celebration, alle Infos und Details. Das müsst ihr machen im Prinzip. Ich hoffe, ich kann alles rüberbringen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen gespannt. Und habt dann Spaß die nächste Zeit im globalen Dokkan Battle. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn dem so ist. Und wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut. Peace.